Corona-Log am 22. März 2020. Es geht um den Horizon Report, in dem jedes Jahr die Trends für Lernen und Lehren aufgelistet werden. Das ist quasi ein Auftrags-Corona-Log, weil das Hochschulforum Digitalisierung mich gefragt hat, ob ich zu dem Horizon Report mit einigen anderen Menschen Stellung nehmen würde, das kommentieren könnte, was da drin steht. Und das mache ich sehr gerne, am liebsten per Video. Und dann kann ich es gleich hier in den Corona-Log einspeisen. Also, Horizon Report. Für alle, die es nicht kennen, das ist so ein bisschen das Meditekel von Lernen und Lehren. Sehr starker Technologieschwerpunkt, also wie verändern welche neuen Technologien das Lernen und Lehren in den nächsten Jahren, mit welchen Folgen, wie wahrscheinlich ist das, was hat das für Auswirkungen und so weiter. Jetzt gibt es da dann immer so einige Trends und dann wird geguckt irgendwie, was passiert da gerade, was kann da demnächst passieren, und das sind in der Regel dann so die neuesten Trends, die sich so ein bisschen konsolidiert haben, aber noch nicht im Mainstream angekommen sind. Also dieses Jahr ist es sowas wie adaptive Lerntechnologien, künstliche Intelligenz, Learning Analytics, weiß gar nicht, wie ich das übersetzen soll, Elevation of Instructional Design, so eine neue Stufe in Sachen Lernumgebung gestalten, das steht dahinter. Open Educational Resources, OER, und schließlich alles, was so erweiterte Realität, virtuelle Realität angeht, etc. Die Autoren haben diesen Report veröffentlicht, ganz kurz bevor die Corona-Krise so richtig in unser Leben vorgerückt ist. Und man kann, glaube ich, jetzt diesen Report nicht kommentieren, ohne zu sehen, was jetzt im Moment durch Corona passiert in Sachen Lernen und Lehren und in Sachen Digitalisierung und Lernen und Lehren. Weil natürlich in dem Moment, wo wir jetzt uns nicht mehr treffen können, und das betrifft ja im Moment alle Bildungsbereiche und ganz, ganz viele Länder auf der Welt, wo man nicht mehr zusammenkommt, sondern digital zusammenkommen muss, da gibt es natürlich eine enorme Auswirkung. Und wahrscheinlich auch eine Auswirkung, die über die Corona-Krise hinaus relevant bleibt. Die Trends, die jetzt in diesem Report als sozusagen so die neuen großen Trends drinstehen, diese Trends werden wahrscheinlich dadurch gerade nicht einen Auftrieb kriegen, weil sich im Moment alle Leute mit viel dringenderen Sachen beschäftigen als diese großen neuen Sachen, in die man sich erstmal einarbeiten müsste. Also ich glaube nicht, dass im Moment ganz viele Menschen besonders sich auf virtuelle Realitäten stürzen und da viel ausprobieren wollen oder OER machen wollen oder künstliche Intelligenz weiterentwickeln etc. Es wird vielleicht sogar etwas ganz anderes passieren, denn das, was meine Beobachtung im Moment ist, ist, dass nicht diese großen, ganz neuen Sachen große Akzeptanz finden, aber sehr wohl in Sachen Technologien, Sachen digitale Medien, eine große Akzeptanz ist für Sachen, die schon längst da sind, längst etabliert sind, aber eben noch längst nicht so im Mainstream angekommen sind oder auch tatsächlich einfach in Anführungszeichen verdrängt oder nicht akzeptiert wurden von den Autoritäten in Lehrinstitutionen oder von den Lehrenden. Und das sind solche Technologien wie WhatsApp und E-Mail und Dropbox oder Google Docs oder Office 365 oder ähnliches. Das ist das, was nach meiner Beobachtung im Moment wirklich durch die Decke geht bei der Organisation vom Lernen und Lehren. Dazu noch solche Anwendungen wie Videoconferencing, Webinare, vielleicht auch Telefonkonferenzen. Also lauter solche Sachen, die schon längst nicht mehr im Horizon Report stehen, die jetzt aber tatsächlich der Horizon Report würde sagen, Elevation erfahren. Also die Elevation von WhatsApp für Lernen und Lehren ist wahrscheinlich das, was 2020 der größte Trend ist. Oder auch das größte, wie soll man sagen, das, was schon da war, aber sozusagen unter der Oberfläche jetzt sichtbar wird. Weil bisher natürlich auch schon darüber viel kommuniziert und organisiert wurde, aber es war sozusagen das, was nicht offiziell passiert ist, was nicht im sichtbaren Bereich passiert ist, etc. Also, ich bin sehr gespannt, was auch nach der Corona-Krise von Auswirkungen bleiben wird, von diesen ganz, ganz starken Einsatz von digitalen Medien für Lernen und Lehren durch, in Anführungszeichen, inoffizielle Kanäle, inoffizielle Medien. Wird das sozusagen dazu führen, dass es dazu eine höhere Akzeptanz gibt, die auch nach der Corona-Krise bleibt? Oder wird das sozusagen wieder zurückgedrängt werden und dann benutzen wir WhatsApp wieder nur noch unter dem Tisch für die Kommunikation und auf dem Tisch liegt wieder sowas, was im Horizon Report steht mit künstlichen Intelligenzen, virtuellen Welten etc. Ich habe keine Idee,
Also ich habe schon viele Ideen, aber ich traue mir keine Prognose zu, wie groß so die Wahrscheinlichkeiten für was sind. Insofern würde ich mich freuen, wenn ein paar Leute dieses Video kommentieren und sagen, okay, was bleibt, wenn Corona weg ist und wir ganz viel mit diesen digitalen Alltagsmedien in Sachen Lernen und Lehren gemacht haben.